Ja, servus meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Guckt mal da. Die Anne, die trägt schon die Angeln. Hier hinten wird der Trolley gezogen. Und zwar... Oh, Fahrradfahrer von vorne. Warte mal. Ihr guckt erstmal ein Intro und wir sehen uns gleich wieder. Da können wir sogar schon ein bisschen weiter weggehen. Oh, guckt euch mal den schönen Vögel an. Cool, oder? Da hinten seht ihr noch den Fahrradfahrer. Wir machen heute wieder ein kurzes Nachtangeln. Und zwar diesmal ohne Kinder. Dieselbe Stelle. Ein bisschen mehr Ruhe. Genau. Ein bisschen weniger Licht. So sieht's aus. Also letztes Mal hat es ja trotzdem geklappt. Obwohl die Kiddies planschen, schreiend mit der Taschenlampe leuchtend durch das Flachwasser gesprungen sind. Und unsere Posenruten gar nicht weit weg waren. Aber es hat trotzdem geklappt. Wir hatten trotzdem viele Bisse. Einen wunderschönen 55er Aal, der auch schon bei den Angelmasters gemeldet wurde. Und wie gesagt, heute probieren wir es normal, ohne Kinder, mit ein bisschen mehr Ruhe. Ich meine, vielleicht springt die Anne auch schreiend und lachend durchs Wasser, weiß ich noch nicht. Oder kommt der nächste Fahrradfahrer, dann wieder fahren. Wie gesagt, ich mach da bloß die Kamera mal aus. Puh, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich mach da bloß die Kamera mal aus, weil man nicht, ja nicht 100% weiß, ob man die Leute dann auch filmen kann und darf. Und da wir uns mit so weit nicht auseinandersetzen wollen, machen wir halt die Kamera aus. Und ja, wir waren dabei gewesen, dass Anne durch das Flachwasser springt. also wie gesagt, heute vier Angeln, alles Tauwürmer. Mal kein gucken, Mais. Mal. Kein Mais? Kein Nein. Mais. Kein Mais. Nein, kein Mais für Anne. Wir wollen Aal und Schlei fangen. Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch was anderes, mal gucken. Und Anne hat schon gesagt, die möchte auf jeden Fall keine kleinen Haken dran haben. Weil letztes Mal hatten wir, naja, kleine Haken dran, also für die Maisangel. Und da waren echt viele Fische nicht hängen geblieben. Und ich schätze wirklich, weil der Haken zu klein war. Das ändern wir heute gleich. Also, ich mache jetzt erstmal die Kamera aus, bin ein bisschen außer Atem. Und dann sehen wir uns gleich am Angelplatz wieder. So, guckt mal da hinten. Da ist der Mond schon fast halb voll. Es ist auch heute, wird es echt kalt, also sollen bloß noch 11 Grad die Nacht werden. Deswegen bleiben wir auch nicht über Nacht. Da ist die Anne, die baut schon die Routen auf. Soweit, wir sind wieder hier an unserer Stelle, an unserem Hausgewässer. Wie gesagt, das ist ja die Stelle, wo hier die Kinder gebaut, geplanscht und geleuchtet und was ich was haben. Heute, wie gesagt, ganz in Ruhe. Man sieht wieder überall, der Kleinfisch ist unterwegs. Und wie ist hier mehr Wasser drin, hat Anna heute schon wieder gesagt, wo wir angekommen sind. Weil hier waren auch, hier war mehr Kraut zu sehen. Aber egal. Anne, du willst heute wieder eine Grundroute, eine Posenroute, ne? Ja. Ja, genau. Und ich fange gleich mit zwei Posenrouten wieder an. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, Kamera stellen wir erstmal hin. Wir machen... Ihr habt ja schon gesehen im letzten Nachtangelfilm, also alle, die den Film gesehen haben, wir haben hier eine neue Kamera mit Nachtsichtfunktion. Ja, da wird schon wieder gegrinst, weil mir wieder das Wort im Mund stecken geblieben ist. Nachtsichtfunktion. Ja, die liebe Anne kann ja, ihr habt ja schon da viel geschrieben, die kann ja auch mehr reden. Ne, da muss ich nicht mehr hier in meinem Mund vor sich reden. Nein, alles gut. Alles gut, hier werden die Angeln ganz fleißig zusammengebaut. Nee, was ich sagen wollte, wir haben ja die Kamera mit Nachtsichtfunktion und dem Mikro, was glaube ich richtig gut funktioniert. Und nicht mehr so wie die alte Kamera, die extra Nachtsichtkamera, wo man halt nichts mehr gehört hat. Nee. Also, kann ich mal lang quatschen, ich werde hier glaube ich schon angeguckt, dass ich wieder so viel quatsche. Ich stelle die Kamera erstmal hier hinten hin. Ein bisschen sieht man ja noch, leuchte den oder zeige den Angelplatz so ein bisschen. Da ist das Schiff. Und dann mal gucken, müssen wir erstmal die Ruten jetzt im Wasser kriegen. So.
wie gesagt, als erstes hier, wie gesagt, Annes Grundroute hier. Futterkorb natürlich, aber kein Futter drin. Also man könnte da natürlich jetzt auch hier Paniermehl oder Blutmehl oder Forelli-Pellets, klein gemischt, für die Aale nehmen. Aber das war jetzt alles wieder auf der Schnelle. Ihr seht ja auch schon, das ist schon, na, keine Ahnung, auf jeden Fall nach 9. Sonnenuntergang war heute 20.48 Uhr oder so, laut Wetter-App. Und hier, kleinen Haken ab, großen Haken ran. Hier, damit ihr den Unterschied seht. Na, ihr seht ja den Haken davor, wissen nicht, ob euch das eingeprägt habt. Jedenfalls hier passt schön ein fetter Tauwurmruf. Mit denen angeln wir auch heute. Wie gesagt, keine anderen Köder. Außer, ich habe gerade eine Fliege verschluckt, glaube ich. Ja. Ich habe natürlich auch ein Stahlvorfach bei. Also ich könnte noch natürlich eine Angel dann später, wenn man vielleicht einen Kleinen noch kriegt oder kriegen sollte, auch nochmal einen Köderfisch ranmachen. Aber Plan ist erstmal Tauwürmer mit allen vier Routen. Allen vier Routen. Allen vier Routen. Allen vier Routen, keine Ahnung. So, ihr habt, oh, die Lampe muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal ausmachen. So, ihr habt, ich glaube, die Annesroute, Grundroute mit dem Futterkorb habe ich glaube kurz gezeigt. Was? Das war eine Ente. Ich habe nichts gesagt. Nee, hast du das nicht? Das war eine Ente. Okay, das war eine Ente, nicht Anne. Naja, ich habe manchmal, man muss immer reagieren, wenn Frauen was sagen. Wie gesagt, hier habe ich euch kurz gezeigt. Posenroute hier nichts anderes. Schön mit Knicklichtern versehen, ganz normal. Bebleit hier mit Klemmbleie, ein Wirbel hier mit Karabiner und dann das Vorfach, einen großen Haken. Und da hinten die Grundroute ist hier mit einem Knicklicht und eine Glocke versehen. Und die andere Posenroute, die leuchtet da unten schon, die kommt jetzt auch hin. Ich lasse die Kamera an, weil wir haben wieder unseren Zusatzakku bei. Und mal gucken, ob wir hier heute, wie gesagt, ist echt frisch jetzt schon. Ich habe zwar noch ein T-Shirt jetzt an, aber man könnte sich schon mal überziehen, ob heute was kommt. Und wenn was kommt? So, die Routen sind alle drin. Wie gesagt, dreimal Pose, einmal Grundroute und dann schauen wir. Es ist bestimmt schon 9:30. Und mal gucken. Ich mache die Kamera erstmal jetzt aus. Ja, dann ist beim Schneiden das immer ein bisschen einfacher. Und sollte sich der erste Biss einstellen, machen wir sie wieder an. Habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich habe mal hier die andere Kamera benutzt. Hier wimmelt das von Fledermäusen. Eine Fledermaus ist hier gerade eine Schnur geflogen. Ist in Wasser gelandet und kam jetzt hier bis nach vorne gekrabbelt. Die ruht sich da gerade aus. Wenn die trocknet ist, dann fliegt die ja wieder los. Aber das sah gerade aus. Guck mal, deine rechte Pose da schon hin ist. Das sah gerade aus. Was? Willst du mir jetzt damit was sagen? Na, weiß ich nicht. Musst du ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die Schnur schon wie sich rumgetrieben ist. Ja. Kommst da bald nicht mehr ran. Ja, das sah ich jedenfalls aus wie ein richtig geiler Biss. Aber das war die Fledermaus. Mal gucken. Aber man sagt ja mal, wenn die wenn die Fledermäuse anfangen zu fliegen, fangen die Aale an zu beißen. Dann schauen wir mal. Jedenfalls, wegen mir kann es jetzt losgehen. So, wir haben jetzt bis... Oh, achso, da wird schon angehauen, okay. Was denn, die war gerade weg. Da ist nichts dran. Ja. Was denn? Okay, da wurde... Die war weg. Ja, ist okay, da wurde richtig schnell gerade angehauen. Ich wollte euch jetzt gerade noch sagen hier, Anna hat jetzt schöne Bisse auf der Pose. Ich wollte gerade mit der anderen Kamera die Bisse filmen. Aber... Ich bin gar nicht dazu gekommen, da wurde schon angehauen. Aber war nur noch Kraut dran. Nur Kraut dran, noch? Ne, hier oben ist das Kraut. Okay, also? Ein gemeines Lachen war da gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wurm noch dran ist, war nur Kraut. Oh, jetzt hat die Grundroute gerade gebissen. Also, die liebe Anna hat da drüben...
ein bisschen was zu tun. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, nee, jedenfalls wurde gerade, wie gesagt, deswegen habe ich hier die zweite Kamera. Außerdem ist das nicht die Pose, die erstmal für die Grundroute, die hier läutet. Das ist irgendwie, macht die hier so komische Geräusche. Ich habe gerade sogar gesehen, dass die gebümmelt hat. Nein. Ja, ihr merkt es, ne? Also Frauen haben immer recht. Ja. Obwohl ich gesehen habe, weil ich ja da auch ein Knicklicht dran gemacht habe an die Grundroute, dass die gebümmelt hat gerade. Die hat nicht gebümmelt. Ja? Die Frauen, ja, da kommst du in Licht, die Frauen wissen es dann einfach besser. Die hat nicht gebümmelt, nein. Wie gesagt, da hab ich wahrscheinlich eine andere Route gesehen. Hm. Nicht die, ich weiß nicht. Da hinten sind ja auch noch lauter Lichter. Also, vielleicht habe ich ja auch ein anderes Licht da gesehen. Wahnsinn. Das könnte die gerade. Nein, die bümmelt nicht. Die Route bümmelt nicht. Mm-mm. Ja, das ist stark. Psst, sonst höre ich dich nicht. Stimmt, sonst hörst du es nicht bümmeln. Also, nächstes Mal muss ich dann einfach schneller sein mit der... Oh! Das war die nicht. Das war die... Kannst du immer noch warten oder darf ich? Nö, ich sag dazu nichts mehr. Die hat ja nicht gebümmelt. Die bümmelt gar nicht, die Route. Du bist fies. Jetzt passiert ja nichts mehr. Nein, ich sag auch nicht. Ich habe die Fische nicht verschreckt. Ich sag auch nicht mehr dazu, weil ich habe zum Beispiel die Posenroute, habe ich Kraft eigener Arroganz, habe ich die auf eine bestimmte Höhe gestellt und die Pose durfte noch nicht mal eine Minute treiben. Da wurde wieder eingeholt und gesagt, was du einstellst, das kann ich. Ja, aber siehst doch das, was ich eingestellt habe, da hat es gebissen. Oh, schön. Oh, ihr wird angehauen? Ja. Es wird aber nicht zugesagt. Also ich kann euch nicht sagen, ob da was dran ist. Nein. Ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Ich sehe auch nicht. Nein. Nichts mehr dran? Nein. Nur ein Wurm. Nur noch ein Wurm dran. Das hätte ich lieber Anna zu sehen. Also nochmal. Na dann nochmal raus damit. Ja, ist ja gut. Jetzt sind mein Wurfskill jetzt. Ja, ich lasse jetzt mal den Wurfskill drauf, ja. Was wir schon gelernt haben hier. Ja. Ui. Bis rüber an das andere Ufer, da werden die Aale von der anderen Seite gefangen. Mach ich doch nicht. Ich mach die Lampe wieder aus. So, die lege ich wieder hin. Aber, vielleicht geht das jetzt so langsam los. Na, schauen wir mal. Wir sehen uns wieder, wenn der nächste Fisch beißt. So, kaum ausgemacht die Kamera. Beißt du bei mir? Ich versuch mal die Ruff zu bekommen. Vielleicht machen, oder? Hm, ja. Vielleicht überreich mal. Das merke ich mir doch eh nicht. Also ich habe die Kamera mal die andere anüberreicht. Da beißt es. Oh, jetzt läuft sie los. Oh, hast du sie drauf? Mhm. Okay. So, jetzt bleibt sie unter Wasser. Ja. Oh, guter Fisch. Jawohl. Kann ich hier ausmachen? Ja, kannst du ausmachen. Brauchst du irgendwas? Kannst du mit der Lampe leuchten, die Licht auch aus dem Koffer? Oh, sehr gut. Guckt an. Da haben wir den ersten Aal. Der ist leider ein bisschen klein, aber was sagt man da? Petri. Petri, Dank. Coole Sache. So, meine lieben Freunde. Und da war der erste Aal. Das ging sogar so ein bisschen reihum. Erst hat die ganz rechte Pose gebissen bei Anne, dann die Grundroute. Dann habe ich gerade die Kamera ausgemacht. Ich hoffe, dass Anne den Biss gut filmen konnte. Ja. Ja, hat sie. Der war nämlich ganz typisch Aal, diese zuckende so. Ja, und dann plötzlich war die Pose weg, ist losgelaufen. Und der Aal hatte, obwohl wir einen großen Haken dran haben hier,
hat der Aal geschluckt gehabt. Wie gesagt, er hat sich untermaßig, er sah untermaßig aus. Also er war, weiß ich nicht, vielleicht 45 oder irgendwie so um die Dreh oder knappe 50. Aber da ist nicht viel hin und her, sondern mit der Zähne Vorfach abbeißen, den Aal wieder schwimmen lassen, der wird den Haken los. Und alles ist gut. Da brauchen wir nicht lange rumdoktern oder so. Der Aal muss schon vernünftig aussehen, damit man den mitnimmt. Also abknipsen, neuen Haken ran, beködern und wieder raus die Rute. Geil. Der nächste Biss bei Anne drüben. Ich versuch mal schnell die Kamera, vielleicht, wenn ich sie finde. Oh, nee, es wurde schon wieder angehauen. Entschuldigung. Ich glaube, da ist was dran. Ja, da plätschert es. Wo ist meine Lampe? Da hinten plätschert es. Und da ist der nächste Aal. Na geil. Ja. Petri. Oh, es war fast in der anderen Route drin. Vielen Dank. Da kommt er. Da ist er. Schön, Petri. Sehr cool. Ja, Mann, läuft bei uns. Ja, und Anna hat es gerade gesagt, sie war gerade wieder an ihrem Handy gewesen. Nur und, zu Forschungszwecken. Ja, zu Forschungszwecken, weil man kann die Kamera, glaube ich, auch mit einer App steuern oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Schade, ich hätte euch gerne diesen Live-Biss gefilmt, so wie Anne meinen Biss gefilmt hat. Hat aber nicht ganz funktioniert, weil da kam schon der Anschlag gleich und der Aal war draußen. Ich hab ihn aber dran. Er hätte auch ab sein können. Er hätte ab sein können, ja. Oder er hätte im Kraut sein können, das ja. Stimmt. Ja, wir machen die Route wieder frisch und dann... Vielleicht schaffe ich es ja mal, einen Live-Biss bei Anne zu filmen. Jetzt beißt meine Pose hier. Beißt du gerade nicht mehr? Wir haben nämlich gerade versucht, oder Anna hat versucht, die Kamera hier mit einer App zu steuern, war ja klar. Keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, da war die Pose weg. Jetzt ist aber wieder da. Mal gucken, ob es nochmal weitergeht. Aber so kann man sich natürlich Nachtangeln hier fallen lassen, ne? Bis jetzt ziemlich cool und ich denke mal, das nächste Nachtangeln, ne, der Film geht wahrscheinlich erst 5 Minuten oder so, aber das nächste Nachtangeln werden wir uns mal vorher, wenn wir Zeit haben, wir kommen vorher zum Stüppen, werden wir uns mal Köderfische stüppen. Weil hier ist es nämlich auch so an dem Gewässer, wie gesagt, hier ist ja ein Fischer drauf, dass man nur die Köderfische, die man am Tag quasi fängt, in dem See auch für den See benutzen kann. Ja, also hier ist nichts mit eingefrorene Fische oder ich fange mir mal welche und benutze sie dann irgendwann. Funktioniert leider nicht. Also müssen wir dann mal schaffen, vorher ans Gewässer ran, uns Kleine zu stüppen und dann mit Köderfisch zu angeln, weil, ich sag mal, die ersten Beenale, die jetzt gekommen sind, ganz knapp, glaube ich, am Maß. Wie gesagt, man hätte sie auch messen können und dann auch mitnehmen können. Aber wenn ich Aal essen möchte, dann muss doch ein bisschen was dran sein. Und wie gesagt, wenn die mal ein bisschen tiefer schlucken, einfach Vorfach abknipsen. Das geht auch ganz schnell mit den Zähnen oder man hat eine Zange zur Hand oder eine Schere. Und jetzt mal gucken, ob der Fisch nochmal kommt. Ich lasse mal die Kamera jetzt gleich an. So, ich habe die Pose da hinten drauf, da geht sie schön unter, ja, sieht gut aus, da läuft sie los. Im Moment steht sie doch, die Pose, oder? Na, wenn sie läuft, dann kannst du ruhig. Ja. Und? Ja. Bist du was dran? Ja, müsste was dran sein, sagt die liebe Anne. Ich leuchte mal wieder rüber. Noch was kleines Süßes. Kleines Süßes, oh. Ein kleiner Blei oder so? Ja. Guckt an. Ich sehe nichts. Petri trotzdem. Petri da. War sogar eine kleine Jüster. Ja. Ja, da ganz vernünftig natürlich die Hände erstmal nass machen, auch bei so einem kleinen Fisch, eine kleine Jüster. Hände nass machen, Fisch anfassen, abmachen.
Und da kam die nächste Fischart sogar raus. Und so schnell ging es. Eigentlich wollten wir meine Pose filmen, weil da gut gebissen hat. Haben wir nicht hingekriegt. Und da geht sofort die rechte Pose los. Und das ist doch echt interessant. Ne? Wie gesagt, unser neues Hausgewässer hier. Wir lernen ja auch erst kennen. Ich meine, auch die Beißzeiten und wie lange es beißt, wann es beißt, so fett es beißt. Und also bis jetzt können wir uns eigentlich nicht beschweren. Ne? Ja, und ihr habt es gehört, der Haken, der muss spitz sein. Brauchst du Licht? Nein. Nein? Da kann man die Würmer einfach so aufziehen. Ehe mal gezeigt, wie das geht. Dass er dranbleibt. Dass er dranbleibt, ja. Draufgezogen ist schon vorher. Ja, das stimmt. Ja, da drauf muss man sagen, Anna hat von Anfang an gleich den Wurm angefasst und draufgezogen. Aber dann hat man gehört, beim kräftigen Auswerfen, wie so bevor die Pose aufgekommen ist, so platsch so gemacht hat. Und man, da, der oh, deine Pose. Oh, meine Pose? Gerade wieder runter. Okay. Kann aber nicht, ich habe dreckige Finger. Nein, alles gut. Und dann hat man gehört, wie der Wurm halt abgeflogen ist. Und da muss man halt, wenn man ein bisschen Kräfte auswirft, den Wurm ein, zwei Mal mehr durchfädeln, so vernünftig. Und dann hält er auch. Da hat sie sich eben angeguckt und jetzt hält der Wurm und er fängt Fische. Mega. Man will, ich will ja nicht unbedingt sagen, dass Anne wieder zurückgestellt hat auf meine Tiefe und nicht ganz, da ist ein Zentimeter wenigstens Unterschied. Ja, okay. Nicht ganz meine Tiefe. Übertreib schon nicht, jetzt weiß ich gar nicht, wie oft ich den hier raufgekriegt habe. Ja. Das muss reichen. Das muss reichen. Au. Ich werde noch ein bisschen jauen hier mit der Angel. Entschuldigung. Ja, ist okay. Ja, dann merkt man, dass ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, da wird man erstmal gleich wieder mit der Angel verdroschen hier. Aber ich werde mal jetzt kurz auch bei meiner, wenn Anna jetzt auswirft, hier kurz bei meiner Pose gucken. Wie gesagt, die war jetzt ein paar Mal unten, ist ein paar Mal hin und her gelaufen. Dass da, wenn schon so eine Beißphasen sind, dann will ich da auch jetzt nicht bloß so einen Halmwurm dran haben, sondern einen richtigen Wurm. Und es kann auch immer sein, dass ich natürlich auch einen Aal irgendwo festmache. Also, werde ich mal nachgucken. Au. Au. So, und deswegen soll man immer nachgucken, da ist der Haken schön sauber abgefressen, oder? Also, kann man sagen, was man will, ich hätte es ja heute, wir müssen mal die Kamera ein bisschen, kohle ich mal hier so ein bisschen. Uiuiuiuiui. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, das war kein springender Fisch. Ich glaube, Anne wollte gerade auf meiner Stelle die Fische verscheuchen, so sah das gerade aus. Hast ja Futterkorb neben einer Pose eingeschlagen. Wo ist denn mein Wurm? Na, den hast du jetzt wahrscheinlich mit abgeschmissen. Nee, warte mal, was ist denn da? Was ist verheddert? Ich glaube, da. Brauchst du Licht? Ach nee, der pendelt dann rum. Ja, da muss man halt aufpassen, ne? Das könnte gefährlich werden. Ja. Ich wollte gerade die Kamera auch ein bisschen dichter holen hier. Meine Pose ist schon weg. Oh, die Pose ist weg. Ja. Mann, die Pose ist weg und taucht auch gar nicht mehr auf. Ich leuchte mal. Darf ich? Ja, na klar, darfst du. Und? Oh ja. Da kommt der nächste Fisch mit. Habt ihr das sehen können? Wieder ein Aal. Wieder ein Aal. Oh, ich werde verrückt. Ich sag mal, das läuft. Ich mach mal hier das andere Licht an. Für euch. Kleiner. Da. Jetzt ein bisschen besser zu sehen. Dickes Petri. Vielen Dank. Ja. Und wie gesagt, der kleine Aal hatte jetzt auch geschluckt, guckt euch an. Da wird kurz der Vorfach abgemacht und dann kann er wieder rennen. Und da braucht ihr auch. Was lasst ihr das? Weil wir so grün aussehen oder was? Alles gut. Warum lasst du jetzt schon wieder? Alles kann. Manchmal denkt man doch mal, man wird ausgelacht. Also, weiß ich nicht. Weil ich aussehe wie der Hulk hier oder so. Ich weiß es nicht.
Nee, jedenfalls wird mir, ich weiß nicht, man wird hier gerade ausgelacht, ich weiß nicht warum. Weil es so schön ist mit dir. Weil es so schön. Oh. Mm. Weil es so schön ist mit mir. Nee, aber der dritte Aal, wie gesagt, wir haben hier eine extreme Beißphase. Mal gucken jetzt, ich versuche das jetzt mal mit dem Licht hier. Was ist mit deiner anderen linken Pose eigentlich? Ja, die geht irgendwie unter. Willst du mal, also. Nee, das sieht jetzt mehr nach Hängenbleiben aus. Okay. Ich versuche mal die Kamera hier ein bisschen rechts von uns hinzustellen. Oder warte mal, die Kamera kann vielleicht. Ich muss bloß gucken, wie ich das mit dem Licht mache. Dass wir ein bisschen mehr ausgeleuchtet werden. Und nicht auf Wasser leuchten. Das könnte gut sein, oder? Du bist oder? Davor. Vom Licht? Die Wanderer ist untergegangen. Oh, ja, echt? Ja. Oh, bei mir beißt es hier wieder auf der rechten? Beide. Beide beißen? Ja. Okay, beide beißen sogar. Wir hatten hier kurz ein bisschen Chaos. Die Anna hat mal kurz ein Puzzle erstellt. Ein kleines Schnurpuzzle, das haben wir BD gelöst. Im Teamarbeit. Und hier beißt es auf meine beiden Posenruten, beißt es. Aber es sind keine entschlossenen Bisse, aber trotzdem, ich werde mal wieder die andere Kamera, das andere Licht hier anmachen. Mal gucken. Ja, die läuft doch richtig. Stell die mal so hin, dass wir vielleicht ein bisschen mehr ausgeleuchtet sind. Ich weiß es nicht. Die linke auch, ne? Ja, und also wenn du Hilfe brauchst, sagst okay, die beißen Beete jetzt. Keine guten, also was heißt guten Bisse? Vielleicht komische Bisse. Ich gucke jetzt einfach Beete nach. Vielleicht hängt der am Beete schon mal dran. Ne? Oh. Vielleicht hast du erst mal. Okay. War die erste. Okay, die erste haben wir schon draußen. Blanke Haken, ich leg die mal weg. Jetzt gucken wir mal die zweite nach. Ja. Gut. Auch nicht? Gut. So sieht die zweite aus. Auch blanke Haken. Okay, ich werde mal meine wieder beködern. Und dann kommt die wieder raus. So, ich habe wieder bis hier auf der. Oh ja, zieht das gut weg. Mal gucken, ob wir das mit der anderen Kamera filmen können. Oh ja, du weißt gut, ich mache mal hier das Licht an. So, dann können wir uns vielleicht ein bisschen besser sehen. Oder ihr könnt uns besser sehen. Mal gucken. Ja, die läuft und läuft. Ich hoffe, du wirst hier drauf kommen. Ach, nee. Der hat leider nicht gesessen. Da ist Annes Pose wieder weg. Diesmal. Ich jetzt schon, oder? Ja, also Anne darf auch anhauen, weil die Pose ist komplett weg. Da kann ich auch nicht. Oh ja. Nix? Doch, da kommt was mit. Der nächste Aal. Oha. Schönes Ding. Oh. Hey. Ja, Petri, Entschuldigung. Petri, danke. Und der ist sogar. Mal gucken, wo wir das Licht mal schnell hinstellen. Der Aal ist sogar vorne gehakt. Das ist sehr gut. Wie gesagt, immer einen Lappen bei haben. Oder ein Handtuch. Da seht ihr das. Deswegen benutzen wir auch große Haken. Der ist schön vorne gehakt. Den kann man einfach abhaken, wenn man vernünftige Griffen kriegt. Zack, da ist er abgehakt. Kleiner Kamerad, der kommt natürlich gleich wieder rein. Ja, und was soll ich sagen? Also ich habe noch nie einen Aal gesehen oder gefangen, hat man jetzt schon drei.
Mega, Petri. Petri, danke. Ja. Und das war jetzt gerade so ein Biss. Die Pose war einfach weg. Also wie gesagt, da konnte ich auch kein beißen oder irgend sowas aufnehmen. Die Pose war weg, die blieb weg. Aber der Aal, wie gesagt, großer Haken. Der Haken ist komplett freigelegt. Ja, nichts mehr dran. Doch, der Wurm ist noch dran, ach so. Aber der ist über den Haken gerutscht. Okay. Also der Wurm sogar noch dran, den kann man vielleicht sogar nochmal benutzen. Ja. Wir haben ja so wenig nur noch. Wir haben noch eine ganze komplette Schachtel. Also du kannst gerne nochmal... Weil es so gut läuft. Was? Du hast das nicht verstanden, weil es so gut läuft. Ach so, weil es so gut läuft. Ja, unsere Firma sind schon fast weg, also. Hey, eine ist schon abgebrochen. Nein, aber braucht man gar nicht so tun. Also es ist der vierte Aal. Mega. Wie gesagt, nicht die großen. Also zum Räuchern, Braten müssen sie halt noch ein bisschen größer sein. Die müssen natürlich auch Maß haben, ne? Aber wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir hier sind und machen Nachtangeln, müssen wir vorher herkommen und uns Köderfische fangen. Weil das möchte ich mal sehen, wenn man dann Köderfische dran hat, ob man dann die größeren da rausfängt. Aber mit Wurm ist natürlich, wie gesagt, ich habe ganz am Anfang gesagt, Schleie wäre natürlich auch geil. Die sollte hier drinnen echt in sehr guten Größen geben. Schauen wir mal. Nicht wahr? Ja. 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 So, meine linke Pose, die macht irgendwas. Anne hat sie jetzt schon mit der anderen Kamera schon jetzt hier gefilmt, ja. Die hat ein bisschen gezuckt und ist langsam jetzt untergegangen, aber ja, das ist irgendwie so. Oh, deine rechte Pose ist weg. Sind wir da? Ja. Toll. Die rechte Pose von Anne ist weg, da musst du mal ausmachen, da beißt es auf jeden Fall besser. Ich mache mal wieder das Licht an, damit wir Anne in Action sehen da hinten. Das sieht nämlich besser aus. Oh ja. Wieder ein Arm. Ja? Alter Schwede. Ja. Vorsicht, den Twinken. Da kommt mal wieder der nächste Aal mit. Welcher? Dickes, wie vierte? Kannst du das? Dickes Petri. Der vierte Aal? Dickes Petri, danke. Ja, ich glaube, der vierte, ne? Ja, da wird es wieder lustig gemacht, weil wir die ganze Zeit nur Petri sagen muss. Weil er auch gesagt hat, dass er nicht mehr mit mir angeln gehen möchte. Wir machen versorgen erstmal den Fisch. Willst du deine? Also so, die ist wieder da. Unspektakulär hier. Ja, also Anne macht das natürlich auch ganz clever, nicht? Also wenn bei mir anfängt zu beißen, dann fängt sie einfach den nächsten Aal, dass ich gar keinen Fisch fangen kann. Aber ja, so wie sie gerade kurz meinte, habe ich schon gesagt, ja, ich gehe bald nicht mehr mit Anne angeln. Das ist jetzt schon der vierte Aal. Jetzt haben wir schon fünf Aale insgesamt. Wie gesagt, die Größe kann man sich nur aussuchen, wenn wir mit Köderfisch angeln würden. Aber ansonsten absolut mega. Und ich freue mich trotzdem. Ich mich auch. Sehr gut. So, also ich habe jetzt danach, nachdem wir den Aal mal wieder versorgt haben, den vierten Aal, da hinten wird schon wieder gegrinst, habe ich meine Bienen. Okay. Was? Sie verzieht sich, aber da unten ist sie noch. Nee, habe ich natürlich meine Ruten kontrolliert, ist natürlich am Bienenruten nicht mehr dran. Ich habe jetzt nochmal neu beködert, rausgeworfen. Also wie gesagt, besser geht schon gar nicht. Also ich freue mich da natürlich mit. Ja. Zum Glück machen wir heute kein Battle, weil das würde ich wieder verlieren. Aber ich glaube, mein Aal war der größte heute, oder? Gemessen haben wir nicht, aber wir können einfach behaupten. Nee, egal, völlig Banane, wie gesagt. Das sind jetzt insgesamt schon fünf Aale. Wir haben jetzt noch nicht mal 0 Uhr. Also man kann sein, dass hier Pakete sind. Welche? Die Grundroute? Ja, gerade so. Kann durchaus möglich sein. Also die Grundroute da, ihr seht ja auch das Licht da leuchten. Die beißt oder beißt nicht. Das Schlimme ist, hier sind immer noch so viele Fledermäuse unterwegs und die fliegen natürlich immer wieder in die Angelrinnen, wo die Bümmel dran ist. Ja, so langsam glaubt man nur, dass sie das mit Absicht machen und sich einen Spaß daraus machen. Doch nicht. Nee? Ich wollte dich nur mal kurz schocken, ja. Ach so, warum? Nee. Aber
So wie jetzt die anderen Male schon, ich mache mal jetzt die Kamera aus und dann sehen wir uns gleich bei Annes nächsten Aal wieder. So. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt war sie wieder weg. Meine rechte Pose beißt wieder wie verrückt. Das könnte jetzt sogar ein Aalbiss sein. So wild, wie das gerade aussieht. Schauen wir mal. So, Anne macht die andere Kamera auf Play. Was passiert? Nichts mehr. Nichts passiert mehr, das gibt's ja nicht. Soll ich das vielleicht einfach lassen? Oder warten, bis es bei mir wieder beißt? Weiß ich nicht. Oh, ich hab sie verloren. Du hast sie verloren. Nee, da ist sie wieder. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Anne kann nicht mehr halten. Ja, was ist jetzt los hier? Ja, ich schwimme mal wieder rüber. Also, dann ist es wahrscheinlich, ihr seht die Anne da mit der Kamera. Die hat die Pose noch drauf. Aber, also ich denke mal, bei mir sind es dann doch keine Aale mehr oder was. Das werden die, vielleicht die Jüstern sein, die da an die sich die Würmer hier wegziehen. Weil jetzt hat Schlag hat die aufgehört. Wahrscheinlich wieder ein Stück Wurm abgekriegt oder so. Und dann geht es nicht mehr weiter. Nein. Schade. Es soll halt einfach nicht bei dir sein. Nee, es soll mal wieder bei mir nicht sein anscheinend. Ihr habt die angehört. So wie sonst. Auch. Fast. Ich glaube, wir müssen wirklich... Ich glaube, der nächste Angelfilm wird mal wieder ein Battle sein, glaube ich. Machen wir dann Raubfisch? Oh ja. Noch nie gemacht und dann ziehe ich dich ab. Das kann durchaus möglich sein. Weil, wir gingen ja jetzt alle... Aber jetzt habe ich die Fledermaus gesehen. Hat gerade wieder gebümmelt, aber die... Aufhören zu filmen? Du kannst aufhören zu filmen, ja. Dann beißt es wenigstens wieder. Ja. Weil die Anna hat jetzt nämlich den richtigen Angelschein schon. Lange. Lange? Schon lange. Schon lange. Und kann jetzt nämlich, oder dann werden jetzt nämlich auch bald Filme auf Raubfisch kommen. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das da genauso läuft. Und dann kotzt du. Ob ich da genauso abgezogen werde. Das kann natürlich möglich sein. Wir haben uns eigentlich schon ein Gewässer ausgemacht, wo man mit dem Boot drauf kann. Schauen wir mal, das ist nicht groß, sieht sehr interessant aus. Einige Seerosen, klares Wasser. Für Barsch und Hecht wahrscheinlich optimal. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber erstmal wird Anna jetzt hier in den nächsten 10 Minuten den nächsten Fisch fangen und dann werden wir nach Hause fahren. Ja. Ich werde mal meine Angel mal wieder rausholen, mal wieder einen Wurm ran machen. Weil der ist wahrscheinlich wieder ab. Aber du machst dich echt gut auf dem Stuhl. Ja, ne. Ja, ich sehe total lässig aus. Ja. Deine Pose, die ist immer noch da. Deine aber auch. Meine aber auch, gut. Ich werde mal hier, ihr könnt die andere weiter lang, so lange weiter angucken. Ich werde noch einen neuen Wurm machen. So, auf meine Pose beißt es wieder. Hast du geblinzelt? Da, nee, da. Auf die. Links oder rechts? Auf die rechte. Ah, ja, jetzt zieht sie los. Jetzt ist sie jetzt. Mal gucken. Aber ganz schön weg gewesen. Ja, da läuft sie, da läuft sie. Läuft gut. Oh, Fisch! Ich hab mal einen Fisch dran, ich werd verrückt. Jawohl. Jawohl. Petri, mein Schatz. Petri, Dank. Und sage ich doch, bei mir beißen die Jüstern. Naja, aber wenigstens Fisch. So, meine lieben Angelfreunde, ich strahle uns mal so an. Ich glaube, wir haben jetzt die Seebeißpause erreicht. Wir haben es jetzt 0.45 Uhr oder so ungefähr. Oder ist eins, kann auch schon sein jetzt. Oh, war die gerade weg? Ja, weiß ich nicht.
kann mich auch gerade getäuscht haben. Nee, jedenfalls ist es jetzt kurz vor eins. Wie gesagt, Globo seit einer Viertelstunde tut sie nichts mehr. Und es könnte jetzt die Beißpause sein, so ungefähr. Manchmal ist es so, eigentlich in Seen, dass man dann von um 1 bis um 3 vielleicht oder so, dass dann nichts beißt und dann kurz so vorm Hellwerden, dann beißt es vielleicht nochmal. Ansonsten mega erfolgreich, wir da drüben, 4 Aale, ich habe einen Aal gefangen, dazu noch jeder eine Jüster, glaube ich. Ja. Absolut mega, also absolut mega, wie gesagt, das nächste Mal werden wir auf jeden Fall jeder mit einer Köderfischrute angeln, wenn wir vorher einen Köderfisch kriegen. Und ansonsten kann man sagen, so wie immer, macht sowas auch. Wie gesagt, unser Hausgewässer, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht aus, großartig. Anna hat sich die Stelle ausgesucht, wir haben die Stelle für gut befunden. Wir haben hier, ja, da beißt es ein bisschen, oh, jetzt beißt es nochmal. Okay, die Pose läuft. Ich gebe mal kurz das Licht hier rüber. Ich werde mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar noch den Abschlussfisch. Das wird natürlich. Ich nehme mal die Rute in der Hand. Der sollte aber meiner sein, ne? Ja, ja, eigentlich wollte ja Anne den Abschlussfisch fangen. Aber ich gucke mal. Aber das sieht wieder so spielend aus wie eine Jüster. Oh, jetzt ist auch mit Einschlag. Da ist sie wieder. Ah ja. Fisch ist jedenfalls dran, der Abschlussfisch, da kommt er. Oh nein. Da hängt er noch drin in die anderen Rute. Das ist natürlich gar nicht gut. Erstmal schnell ausgehakt. Da ist er, der Jüster. Wie gesagt, eine Jüster ist der Abschlussfisch. Also revidieren wir nochmal. 4 Aale, eine Jüster, ein Aal, 2 Jüstern. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen, kam es jetzt so vor, als wenn jetzt die Beißpause startet, so ein bisschen. Kann sein, muss nicht sein. Ist auch egal, wir fahren jetzt nach Hause, das reicht. Hat mega Spaß gemacht. Ja. Ja, wie gesagt, deswegen macht sowas selber. Wie gesagt, wir waren haben wir um 21 Uhr angefangen oder so? Ungefähr. Dann waren wir jetzt gute, ja. Vier. Ja, rechnen ist nicht so ganz. Aber so mit allem drum und dran, sagen wir mal 3,5 Stunden angeln, ist das echt eine mega Ausbeute. Wie gesagt, wir lernen den See noch kennen, aber wenn man mehr, 5 Aale, richtig geil. Richtig geil, macht Spaß. Ihr könnt gespannt sein, was wir hier noch fangen. Wir sind das auch. Und dann schaltet da einfach nächstes Mal wieder ein. Dienstag oder Freitag 19 Uhr. Und bis dahin, tschüss, ciao. Und bis bald.